Hallöchen, Freunde des Radsports und herzlich willkommen zurück zu unserer Pro Cycling Serie mit Bernaino, wo wir 12 Etappen der Tour de France schon hinter uns haben. Und jetzt kommen in dieser Folge drei Hochgebirgsetappen hintereinander. Danach gibt es auch nur noch eine Hochgebirgsetappe. Und ja, noch drei Flachetappen und ein Mittelgebirgszeitfahren und eine Mittelgebirgsetappe. Aber wie gesagt, in dieser Folge gibt es mal drei Hochgebirgsetappen. Und wenn wir nach diesen drei Etappen nicht vorne sind oder zumindest in Schlagdistanz sind, dann ist das auch mit dem Tour de France nicht gelaufen. So, aber es gibt noch andere Probleme. So, wie ihr das hier seht, die WM im Zeitfahren, die liegt hier mitten im Circuit de Lane. Und da wir mit Bernardino einen haben, der im Zeitfahren gar nicht so schlecht ist, sollten wir daran teilnehmen. Die normale Weltmeisterschaft, die liegt hier eigentlich ganz gut. Da haben wir vielleicht sogar auch echt Chancen, ne? Wenn man sich das Profil hinten anguckt, das ist ja so eine Hügelweltmeisterschaft in Frankreich auch noch. Ne, da, wie man es sieht, ne, am letzten Hügel angreifen, der so zumindest auf der Karte, ne, fast 90 Grad hat. Und dann durchziehen und die Weltmeisterschaft holen. Das wäre natürlich unheimlich toll. So, ich wollte gerade sagen, genug Punkte müssten wir eigentlich haben. Für das Quartal ist alles in Ordnung. Wir fahren hier schön die Tour. Danach den Gran Premio San Sebastian. So, und hier muss Circuit de Lane muss weg. Du gehst schon mal weg. Na, Grand Prix de Normandie können wir uns eigentlich ruhig gönnen. Also wir haben ja nach der Tour de France nur den Gran Premio San Sebastian noch im Juli, dann hier die Weltmeisterschaften, jeweils einzelne Rennen. Ich denke mal, das kann so bleiben. Und Luxemburg nehme ich auch schon mal raus. Da ist Luxemburg. Weil, ne, da steht dann noch die Vuelta an. Da wollen wir uns ja noch ein bisschen entspannen, um hier bei der Lombardei-Rundfahrt vielleicht mal ein Monument zu gewinnen mit Bernard. Danach dann wieder Paris-Tour. Läuft auch gerade bei Erik Zabel. Also, ne, die beiden Rennen sind bei Erik Zabel in einer Folge. Und aufnehmen, die nächste, die ich aufnehme bei Erik Zabel, ist hier die ersten drei Etappen vom Grand Prix of Guangxi. Aber ich denke mal, so ist der Kalender erstmal gut eingestellt. Achso, bin ich bescheuert, ey. Ich vergesse das jedes Mal. Wie war das? Die Änderungen sind ja noch drin, ne? Ja, komm, übernehmen hier. Ja, Circuit de Lane ist weg. Luxemburg ist auch weg. Könnten uns hier vielleicht nochmal irgend so ein einzelnen Klassiker rein donnern, wenn es noch irgendeinen verfügbar gibt. Also bei dem könnte man was reißen, ist am 30.09. Das wäre ja hier. Danach der Vuelta auf jeden Fall genug Space, würde ich mal sagen. Komm, dann nimmst du dir den nochmal mit rein. Was gibt's sonst so? Flachrennen, uninteressant. Nee. Nicht Paris-Bourg, das ist dieses Rennen, was ich überhaupt nicht mag. Dann lieber den Coppa del Piemonte, der ist dann 2 Tage vor der Lombardei-Rundfahrt, aber den können wir uns, denke ich mal, noch gönnen. Komm, den nehmen wir uns auch noch mit rein. So, und dann haben wir aber renntechnisch alles eingestellt, da brauchen wir uns auch nicht mehr drum kümmern. Und jetzt Leute, die nächste Tour de France-Etappe. Das wird ja wahrscheinlich eine relativ lange Folge mit drei Hochgebirgsetappen. Hoffen wir doch mal, dass wir hier mal eine gewinnen können. Also mit dem Gesamtsieg, puh, das wird schwierig werden. Hier sind einfach zu viele schwere Fahrer dabei. Also hier haben wir halt auf jeden Fall mal mit dem Grand Colombier einen richtig schönen Schlussanstieg, also eine Bergankunft. Und der Grand Colombier, der ist auch relativ lang. Wir sollen. Oh, wir sind tatsächlich nur auf sehr gute Frische gekommen. Ja, weil wir die ganze Zeit nicht beschützt werden. Das ist für uns irgendwie ganz schlecht. Das, wie gesagt, das macht der Manager, wenn er zwei so gute Fahrer hat, auch schlecht. Er könnte wirklich uns auch eine einteilen. Aber naja, er macht es halt nicht. Ist halt ein KI-Manager. Der hat nicht so viel Intelligenz wie ich. So, Bernal ist hier vierter Favorit, Gudu ist dritter Favorit und davor sind noch Pogacar und Vingegaard. Ah ne, ich wollte gerade sagen, die sind in einem Team, aber ne, genau, Vingegaard ist mit Roglic in einem Team. Der ist dann gleich hinter uns gewertet. Ja, wir brauchen hier eine Dreierform.
Hello, cycling fans everywhere. Only one major ascent in today's schedule, the Grand Colombier. With more than 17 kilometers of climbing, GC favorites won't have the luxury of an off day that would see them saying goodbye to any chance of final victory. Oh, da ist der Kommentator schon fertig. Ja, damit herzlich willkommen hier zur 13. Etappe der Tour de France. Der Gudu hat schon wieder plus 3 eingefahren, wir nur plus 1. Und wir sollen natürlich wieder Arbeit leisten. Boah, kriegt der immer eine gute Form. Wäre unheimlich geil, wenn wir auch mal so eine gute Form bekommen würden. Haben aber das Glück nicht. So, dann geht's los hier. Ich mache natürlich keine Arbeit. Boah, kann Ben auch eigentlich gleich sitzen bleiben. Können wir gleich in die Action gehen. So, Ben im Bergtrikot ist wieder unterwegs. Der wird noch von 3, jetzt 4 weiteren verfolgt. Sie sind jeweils alle in so einzelnen Grüppchen. Und dann werden wir auch bei der Etappe an Gudu nicht vorbeikommen, weil, ne, der hat genau denselben Bergwert wie wir. Er hat halt plus 3. Er hat Beschützer. Wir haben nur plus 1 und haben keine Beschützer. Wir greifen jede Menge Leute an. Das ist ja meistens so bei den Hochgebirgsetappen. Aber alle, die da weg sind, stört das Feld so überhaupt nicht. Komm, da können wir auch gleich mal ein bisschen zappen. Ich wage jetzt schon zu bezweifeln, dass bei 22 Mann, die weg sind, noch jemand geht. Und ich glaube auch nicht, dass das passiert. Es ist jetzt schon unter 130 Kilometer bis zum Ziel. Der würde ich mal sagen, ne, cutten wir euch das hier direkt raus und zum, ja, so am Fuß des Grand Colombier. Da melde ich mich wieder. So Leute, wir nähern uns so langsam den Grand Colombier. Die Gruppe ist sehr weit weg, also über 6 Minuten. Weiß ich nicht, ob wir das hier mit dem Feld noch schaffen. Auch der Puls ist jetzt nicht gerade hoch, also wollen die da wohl durchgehen lassen. Und dann gehen wir auch in den Anstieg. Da gucken wir mal, wie der Puls sich jetzt entwickelt, wenn die anderen Teams noch führen oder ob ich Punkt fahren muss. The riders are in a portion above 10%. Ich glaube, im Moment geht's noch. Obwohl, ne. Goes boah, on da haut schon der Rote ab. The breakaway is not to everybody's liking. Has significantly increased. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich nicht mitfahren. Der Rote war jetzt schon ein Drittel weg. Boah, wäre ich mal lieber gleich mit dem Punkt gefahren. Die sind auf jeden Fall vorne mit dabei. So, 83 war wahrscheinlich zu viel. Boah, der bricht zum Glück noch zusammen, bevor er sich vor uns gesetzt hat. So, 77 kann ich im Moment fahren. Da kommt sogar ein bisschen rot zurück. Aber naja, man sieht es schon. Ne? Dann fahren sie halt auch ein bisschen weg. Ne? Boah, schon gleich nur noch Hälfte gelb. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Ist mit Turner und auch jemand, der es am Berg gar nicht so gut drauf hat. Vor uns. Attack by Nielsen Paulus. Ja, schon auf 75 runter. Ist auch schon noch zu schnell. Wir haben nicht mal mehr Hälfte gelb. By Paulus. Das sieht alles nicht gut aus. Wir haben jetzt noch 9 Kilometer bis zum Ziel. Da, ich glaube, auf der Etappe kriegen wir den nächsten rübergebrettert. None of the favorites is giving an inch. Aber hatte ich ja schon ein bisschen erwähnt. Wir müssen das mit dem Training und mit den Rennen ganz anders einstellen, weil ich will hier definitiv mit Bernard Hinault einmal alle drei Grand Tours in einer Saison gewinnen. Und in dieser Saison wird es wohl nicht der Fall werden. Wir haben ja zwar beim Giro gut angefangen, aber okay, das ist auch die erste von drei Grand Tours in der Saison. Wir haben jetzt schon fast
kaum noch gelb. Das heißt, wir brechen jetzt irgendwann demnächst zusammen. So, da vorne wird es aber ein bisschen flacher. Aber irgendwie so mit 82 ran, aber mein Gelber macht mir solche Sorgen. Jetzt kommen gleich die letzten 5 Kilometer. Es wuseln mal an. Okay, die wollen hier langsamer fahren. Das passt mir gerade ganz gut. Angreifen werde ich eh nicht mehr. Da mache ich jetzt schon mal die Stromlinie an. Ja. 55. So, das ist wieder an uns vorbeigefahren. Attack by Kevin Vogler. Ja, ein bisschen aufdrehen. Nochmal das Gel rein. Unser Pinot kann auch nicht mehr. Ah, es ist so krass, ne? Wenn selbst Madoua hier noch mithalten kann, ne? Der hat 75 am Berg. Da stelle ich mir immer so die Frage, warum kann ich denn da nicht mehr mithalten? Krapseln zwar hier nochmal so ein bisschen nach vorne. Aber zack, gibt uns Hindley noch einen Block mit. Ist die Frage, ob wir mit denen hier. Vingegaard hat definitiv einen Abstand. Gudu. Ja, da ist auch nochmal so eine kleine Lücke aufgegangen. Ich glaube, Gudu hat zu uns auch noch einen kleinen Abstand. Wie gesagt, ich frage mich, wie jemand wie Madoua da noch mithalten kann, wenn der 75 im Hochgebirge hat und wir haben 82 und schaffen es nicht. Es ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, aber naja, so ist das. Ja, so ein paar sind noch unterwegs, da kam mal ein größeres Gruppetto gerade rein. Ja, der Balken löst sich so langsam auf. Da kommen noch mal ein paar, das dürften die letzten gewesen sein. So, die Ausreißergruppe hat es auf jeden Fall wieder gemacht. Na, er ist wieder ja Bernard im Bild. Ach komm, bevor wir uns das zu lange angucken, gehen wir gleich zu den Ergebnissen. Ich weiß auch immer nicht, wie die darauf kommen. Was soll uns diese Kamera bringen? Ich kann es immer nur wieder den ganzen Spieleentwicklern erzählen. Spielt eure Spiele selber. Dann rafft ihr viel mehr, was Phase ist. So, warte mal. Da ist Gudu rein. Ja, wir haben nochmal Zeit drauf gebrummt bekommen. Und der hat nochmal gegenüber Vingegaard nochmal Zeit verloren. Und das dürfte es jetzt wirklich gewesen sein. Ja, wir sind jetzt schon 2 Minuten 19 zurück. Ich meine, Gudu sitzt auch nicht viel besser, obwohl er jede Etappe Beschützer hat. Und wenn ich das gehabt hätte, wäre ich bestimmt weiter vorne. Und Hello Bilbao hat jetzt hier das gelbe Trikot übernommen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist einer aus der Ausreißergruppe gewesen. Krass, er hat sich jetzt hier erstmal das gelbe Trikot gesichert. Der ist auch im Zeitfahren gar nicht so schlecht. Gegenüber Pogacar natürlich deutlich schlechter. Ja, Vingegaard und Allendoy sowieso. Ja, Rodriguez. Gudu kennt Zeitfahren auch nicht, O'Connor auch nicht und Bardet erst recht nicht. Tja, also die Tour de France hier zu gewinnen, das wird ganz, ganz übel. Leider ist so mit Allendoy halt jemand beim Jungprofi-Trikot vor uns, den wir auch eigentlich nicht schlagen können. Der 83 im Zeitfahren. Also den Rodriguez, den müssten wir im Zeitfahren eigentlich kriegen, aber an den Allendoy kommen wir nicht mehr ran. So, im Bergtrikot hat er jetzt mittlerweile auch schon 26 Punkte Vorsprung, der Bennett. Ja, dafür knallt er natürlich 0 Punkte raus. Ja, du mit deiner scheiß Arbeit, ey. Gib mir lieber mal Beschützer, ey. Dann kann ich mich auch besser platzieren. So, da gehen wir rein in die nächste Etappe. Da wir eben nur sehr gute Frische haben, sieht es jetzt wahrscheinlich noch schlechter aus.
Ja, wir haben auf jeden Fall zwei dicke, fette Bretter am Ende. Okay, wir sind nochmal auf sehr gute Frische gekommen, sollen jetzt plus 2 bekommen. Ja, Ngudu mal wieder plus 3, aber seine Fitness geht auch so langsam runter. Jetzt ist er schon bei 94, wir sind bei 91. Hier mit das Magazin. Ngudu auf 3 gewertet, Vingegaard und Pogacar davor. Zwischen uns und Ngudu ist noch Roglic platziert. So, und am Ende müssen wir hier über den Col de la Ramasse rüber und über den Col du Juplan. Der Col du Juplan ist schon, glaube ich, ein ziemlich übler Berg. Ich glaube, er hat hier irgendwie sowas von 9% oder so. Und das aber, ne, man sieht es ja, ne, quasi die ganze Zeit. Dann wird es hier mal kurzzeitig ein bisschen flacher und dann geht es hier, glaube ich, wieder mit 9 bis 10% hoch. Also, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Hier beim Col de la Ramasse ist der hier auch übel, aber der Anstieg hier, wo wir dann die Abfahrt runterfahren, das wäre eigentlich der schlimmere Anstieg. Ich würde mal sagen, hoffen wir mal auf eine gute Form. Wahrscheinlich kriegt Gudu wieder plus 3 und wir leider nicht. Hello and welcome to all. Today's stage from Annemasse to Morzine will allow us to see if the trends we saw on yesterday's climb of the Grand Colombier is confirmed 24 hours later. The Col de la Ramas and Juplan climbs could prove to be a turning point in the objectives for some of the favorites of this Tour de France. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Hochgebirgsetappe hier bei der Tour de France. Es ist die 14. Wir haben plus 1 eingefahren, Gudu hat wieder plus 3 eingefahren. Wir sind hier auf einmal komischerweise der Kapitän. Also ich kann euch das jetzt auch nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Keine Ahnung. Es ist natürlich mal ganz schön, wenn wir mal Beschützer bekommen. So, Pinot ist ein guter Bergfahrer. Grégoire, der ist zumindest, der ist in den, der ist im 22er Radsportmanager voll hochgewertet im 23er auch noch ein bisschen höher und jetzt schon, ne, deutlich schlechter gewertet. Ja, und dann haben wir noch mal Duan. Der ist wiederum besser wie Grégoire. Dann würde ich doch mal sagen, dass ich mir für Bernard hier den Küng nehme. So, Gaviria hat 59. Da ist dem mal eigentlich ein bisschen besser. Hier, und der Doma Manager und Gudu, damit ihr das mal seht, ne? Ey, guckt mal. Ich bin hier der Kapitän. Ich gebe auch anderen Leuten Beschützer. Das ist krass, oder? Ja, solltet ihr euch vielleicht auch mal angewöhnen. Dann würde es nämlich für mich hier viel besser aussehen, wenn ihr das mal machen würdet. Ey, Gedü sitzt schon ganz vorne. Dann lassen wir den auch da. Wie gesagt, es ist jetzt schon ein bisschen mysteriös, dass ich jetzt auf einmal Kapitän bin. Ja, vielleicht, weil es aufs Zeitfahren hinzugeht. So, zack, Werner ist hier postiert. Ja, jetzt fahren die beiden zwar relativ weit vorne. Madouar und Grégoire und so sitzen weiter hinten. Dann gehen wir jetzt rein in die Action, die auch schon abgeht. Da sind die ersten beiden unterwegs. Krass ist krass unterwegs und Lutsenko ist unterwegs. Die werden noch von weiteren Leuten verfolgt. Das wechselt da hinten aber jetzt gerade. Dann gehen wir mal eine Kamera nach hinten. Gleich mal der erste von uns A fall just took place in the pack. Several Ah, riders der are on sitzt hier the auch hinten ground. ganz alleine. Weil der ist schon auf sich alleine eingestellt. So, jetzt gehe ich mal nochmal auf die beiden einen Klick drauf, damit sie einen kleinen Tick zurückfallen. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Da kommen auch die beiden Beschützer nach vorne. Ich glaube, sitzen beide eigentlich ganz gut. Können wir nochmal einen Blick in die Action werfen. So, hier vorne drei. Die werden noch von zweien verfolgt. Und der Abstand. Oh, in E2 sitzt ein Favorit. Aber der Abstand zu E2 wird auch schon größer. Und jetzt geht es in den ersten kleinen Berg auch schon rein. Ja, der Puls ist relativ hoch. Also irgendwas da vorne mögen sie nicht. Wer ist denn das da in E2? Ah, Romain Bardet hat angegriffen.
Der ist auch noch in den Top 10. Auf Platz 8 mit 2 Minuten Rückstand. Also der hat weniger Rückstand wie wir. Der ist genau einen Platz vor uns. Boah, dann werden sie den ja auch auf jeden Fall erstmal jagen, wa? Boah, das geht hier bis in den roten Bereich rein, der Puls. Bam, bam. Zack, zack. Zwei, die nach hinten fallen, geben beide jeweils Berner einen mit. Das ist echter Radsport. Mhm, ist klar. Wie gesagt, an sich, was sie damit bezweckt haben, nicht schlecht. Aber wie sie es umgesetzt haben, ich kann dazu nur sagen, setzen 6. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Also kein einziger, der zurückfällt, darf hier irgendeine Top-Favoriten aufhalten. Das darf normalerweise nicht sein. So, aber ist auch egal. Wir sind immer noch gut dabei. Und ich denke mal, ja. Das macht keinen Sinn, das sich weiter anzugucken. Die werden hier den weiter hinterher raten. Puls geht zwar ein bisschen nach hinten, unten. Ich cut euch das jetzt raus. Und so auf der Hälfte des ersten von den beiden dicken Bergen. Da schalte ich euch dann wieder mit rein. So Leute, 6 Kilometer noch, bis wir hier die Bergwertung geschafft haben. Da nehme ich euch wieder mit. Tempo ist brutal hoch. Schon die ganze Zeit. Auch Pinot hat mich von da vorne schon zigmal nach hinten geholt. Er fährt immer wieder bis da vorne hin. Und naja, er wird nicht mehr lange überleben, der Pinot. Also ne, der war hier vorne hinter den Führenden, dann habe ich ihn zurückgeholt, dann ist er wieder vorgefahren, dann habe ich ihn wieder zurückgeholt, dann ist er wieder vorgefahren, dann habe ich ihn wieder zurückgeholt, dann ist er wieder vorgefahren. Und das im Prinzip schon seitdem wir in diesen Berg reingefahren sind. So kann man seine Energie auch verbrauchen. So, König hat es jetzt aber hinter sich. Dankeschön für deine Hilfe. Boah, das kann Pinot nicht mehr übernehmen. Muss es mal Uhr machen. Es haben halt aber auch relativ lange Leute angegriffen. Und also im Prinzip fahren wir die gesamte Etappe schon Vollgas. So, jetzt ist Pinot ja auch rausgefallen. Ja, der hätte bestimmt noch Energie, wenn er mal das gemacht hätte, was ich ihm gesagt habe. So, Küng ist auch hier schon mit einem in einer Gruppe. Wir haben, naja, etwas weniger Energie wie Gudu. Madua konnte sich hier jetzt gerade nochmal mit rüber retten. So, und dann lassen wir die hier hinten schon mal für sich alleine fahren. So, noch ein bisschen Abfahrt hier gönnen und dann muss Madua nochmal einmal Wasser holen. 32 Leute nur noch in der Gruppe, 1,5 Minuten nach vorne. So, komm, dann hol jetzt nochmal Wasser. Almeida was caught in a fall. Oh, Almeida gestürzt. Also unsere Hauptbalken sind noch voll. Unser Grüner ist einen kleinen Tick weiter weg wie der von Gudu. So, Madua hat uns mit Wasser verpflegt. Ja, dann setzen wir auf jeden Fall noch bis zum Schlussanstieg. Wenn es dann den Schuhplan hochgeht. Ja, die vier da vorne sollten wir locker erwischen. So, jetzt geht's gleich rein in den Anstieg. Allerdings hängen wir jetzt schon wieder unheimlich weit zurück. Dann geht mal du mal in die Führung. Aber erstmal nur mit 75. Dann hängen wir Gudu mal ran. Dann hängen wir Bernard mal ran. Halt bloß nicht so schnell, ne? Nur noch 11,7 Kilometer. One of the motorcyclists says that a rider is down. Apparently, he didn't interfere with the race. Jetzt fahren wir uns hier ein bisschen weg. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. 1,25 nach vorne. Muss noch mal ein bisschen mehr machen, Madua. Bennett hier direkt vor uns. Boah, selbst
der knallt den Werner in den orangenen Bereich rein. The Entente in the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Vorne kommt jetzt so das letzte aufbäumende Ausreißer. Vermeers was caught in a fall. Vermeers gestürzt. Boah, Madua macht hier echt einen super Job. Krapselt sich hier Platz um Platz nach vorne. Obwohl er gerade mal 75 am Berg hat. Und da vorne sind die letzten beiden der Ausreißer. So, da bricht der nächste zusammen. Madua schon fast ganz vorne. Eidebrechts goes onto the attack. Eidebrechts schon wieder? Leider von hier vorne, ne? Ja, ja, Eidebrechts ist da vorne. Oh, Madua kann noch. Rich was caught in the fall. Watch out, the team leader zusammen. Is falling behind. Und dann sind wir gleich dran. Komm, weniger, 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 weniger. Und noch weniger. Ja, jetzt kommen die anderen wieder. Also wieder ein bisschen mehr. 4 Kilometer noch bis zur Bergwertung. Jetzt kommt da leider eine Innenkurve. Oh, fahren so das Video. Da in die Kachel rein, Alter. Das kotzt mich jedes Mal so dermaßen. So, jetzt kommt da schon wieder der nächste, der Blassoff. Der übernimmt jetzt mal Gedü. There are just 15 kilometers left. Und der wird uns jetzt richtig die Luft wegsaugen, wahrscheinlich, weil er deutlich stärker ist wie wir. 75. Noch ein bisschen. Nein, 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 nein. Wieder ein bisschen mehr. Unter einem Kilometer. Noch mal ein bisschen mehr. Und jetzt gehst du mal raus. Ich will versuchen, diese Bergpunkte zu kriegen. Es wird nicht klappen. Vor Vlasov bleiben. Irgendwie rüberziehen hier. Die Bergpunkte aber zumindest. Nehmen wir hier Gudu wieder in die Führung. Bernard da hinten ran. Du kannst auch für dich alleine fahren. Wir sind noch 10 Mann hier in der Gruppe. Gelbe Trikot ist aber auf jeden Fall dabei. Neun jetzt nur noch. Da sind aber viele ziemlich am Abkotzen. So, jetzt mal kurz raus. Oh, noch ein bisschen langsamer hier. Ich darf nicht angreifen, weil ich keine Energie habe. Scheiße. Sonst hätte ich jetzt mal ganz kurz angezogen. Aber diese Kuppe ist schon vorbei. Also danach geht es nur noch bergab. Das war echt schade, dass ich jetzt gerade keine Energie habe, um anzugreifen. Also muss ich erstmal nochmal hinten sitzen bleiben. They can go flat out to the finishing line at the bottom, but they've got to watch their trajectory on the way down. So, gut, dann fahren wir nicht zu schnell. Da müssen wir irgendwie gucken, ey. Wenn man irgendwie so ein relativ flaches Stück kommt, vielleicht doch nochmal einen Angriff riskieren. Da zum Beispiel kommt eine Kurve. So.
99, er fährt an ihm aber nicht vorbei. There are just 5 kilometers left. Ja, er ist auf 99, er fährt an ihm nicht vorbei. Haben wir mal hier diesen Angriff gemacht. An attack is launched. The group has to break apart. So, jetzt aber, das müssen wir jetzt rausnehmen, weil ansonsten stürzt er. Du fährst auch mal für dich alleine. Nee, warte, das machst du nicht. Ich darf mich jetzt hinter denen nicht ranhängen oder was? Ey, das ist doch alles bescheuert, ey. Ah, nee, warte mal, das bin ja auch ich. Ich muss den hier nehmen. Nee. Ich kann den hier, ich kann diesen Vlasov nicht anklicken, um Gedü sich da hinten ranhängen zu lassen. Wenn ich Gedü jetzt alleine fahren lasse, dann führt der nämlich wieder. Dann bleibst du auf jeden Fall hinter Vlasov hängen. Nee, du fährst nicht für dich alleine, auf keinen Fall. Ja, sorry fürs Klein-Klein jetzt hier, aber hier geht's um den Tour de France-Sieg. Den nochmal rein. Die nochmal rein. Oh my! I can see her rider on the tarmac. Letzte Kilometer. Thank goodness he looks fit to get back in the race. Oh, das wird der nächste Sieg für Bernay Noia. Oh, da kommen nochmal welche. Die sind an mich noch rangefahren. Ist er letztendlich nochmal knapp geworden. Das da müsste... da kommt Gedü erst. Der hatte voll Power. Ich habe den ranhängen lassen, hat er nicht geschafft. Ey, ganz komisch. Ich wollte ihn ja auch eigentlich hinter Vlasov ranhängen lassen. Aber auf jeden Fall haben wir hier mal mit Bernard Hinault mal wieder einen Tour de France-Sieg eingefahren. Und hier, guckt euch das an. Manche beginnen jetzt den Schlussanstieg erst. Unser Madoua ist auch schon drin. Ja, Vingegaard ist da reingekommen. Ja, das mit Gedü verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Es ist halt auch blöde, ne? Wenn der nicht mit mir in einer Gruppe ist, dann kann ich die Kamera halt nicht auf ihn zurückstellen, um das zu sehen. Aber naja, ihr habt es ja selber gesehen. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn hinter Vlasov irgendwie ranzuhängen. Wollte er nicht machen. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Manche haben jetzt gerade so die Hälfte des letzten Anstiegs hinter sich. Aber naja, mal ganz schön. Haben wir nächste Tour de France-Etappe hier gewonnen. Da ist jemand gestürzt. Sorry, wenn ihr mich ein bisschen kauen hört, aber ich habe mir gerade mal ein bisschen Weingummi reingesteckt. I think I saw a few riders on the ground. Und da ist wieder ein Sturz, also wieder mal 8 weg. Hier kommt ein ganz großes Gruppetto rein. Ein paar sind noch unterwegs. Hast du. Dürfte der letzte gewesen sein. Naja, Zeit haben wir nicht gut gemacht. Oh, und durch das Jubeln, ja, das war schon eine heiße Nummer. Da ist Gedü rein. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch Abstand drauf gebrummt bekommen hat. Das war, glaube ich, gerade erst Vingegaard. Hier nochmal aus dem Hubschrauber. Die rasende Abfahrt von Bernard. Ja, wenn wir halt oben an der Spitze des Berges noch ein bisschen Energie gehabt hätten, um uns, ne, da nochmal durch einen Angriff abzusetzen, dann hätten wir hier vielleicht sogar Zeit gut gemacht. Also mit dem Angriff auf der Abfahrt war zumindest der Sieg drin. Und weil das so ist, gönnen wir uns hier mal die Siegerehrung. Ja, mal ganz schön, ne? Bernard hier mal ganz oben zu sehen. Also nur die ersten 4 sind in einer Zeit. Vingegaard hat dann 6 Sekunden verloren und Gedü hat 14 Sekunden verloren.
Ja, das war dann so ein bisschen zu hart irgendwie, ne, den noch, ne, auf irgendwie führen einzustellen, wenn man die Kamera nicht auf ihn setzen kann. So, jetzt hat, ach nee, Winkelgott war ja gar nicht mehr im gelben Trikot, dieser Bilbao war ja im gelben Trikot. Ja, auf jeden Fall hat Pogacar dem Bilbao das mal abgenommen. Der würde auch das Zeitfahren nicht im gelben Trikot überleben. Wir waren auf 8. Der Gudu ist immer noch vor uns. Da sind wir auf jeden Fall mal bis auf 8 Punkte rangekommen an den Bennett. Deswegen wollte ich auch diese Bergpunkte unbedingt haben. Dann hier mal die Punktewertung. Da sind wir nicht zu sehen. Da sind auch... Bis hier unten sind da nur Sprinter. Erst Pogacar ist der erste Gesamtwertungsfahrer. So, und dann noch die Nachwuchsfahrerwertung. Da hängen wir im Moment 1 Minute und 12 hinter Edendol. Und im Team sind wir mit unserem Lustucro-Team 5 Minuten hinter National Wing auf Platz 3. Und dann mal ab zu den Ergebnissen. Dann schauen wir mal, was die dritte Bergetappe so zu bieten hat. Ja, das haben wir gerade alles gesehen, das brauchen wir uns ja nicht nochmal angucken. Da knallt er sogar mal wieder ordentlich Punkte voraus. Jetzt sind wir noch 41 Punkte von der nächsten Stufe weg. 92% zufrieden ist er auch wieder. Ja, und dann gehen wir rein in die dritte Hochgebirgsetappe hintereinander. Mal gucken, wie das Profil ist. Auf jeden Fall wieder mit Bergankunft. Und naja, es gibt hier schon so ein paar schwierigere Anstiege, die jetzt zwar nicht ganz so lang sind, aber ne, der hier ist relativ steil, der Col de la Forclaz. Der hier ist auch nicht ohne, der Col de la Croix frei. Und dann geht es noch den Col de Aravis hoch und am Ende gehen wir nach Le Betex nach oben. Und der ist hier, ne, bis zu diesem Côte d'Amiran ist er relativ steil. Ja, und dann jetzt nochmal relativ steil los und wird dann aber ein bisschen flacher. So, wir bekommen jetzt hier nur noch gute Frische. Der Gudu, sehr gute, auch seine Fitness geht weiter runter, ist auf 93, wir sind immer noch auf 91. Dann haben wir hier mal das Magazin für euch. Gudu auf 3, wir sind hier unten auf Platz 6 gewertet bei den Favoriten. Ein Interview mit uns gäbe es nicht und dann sehen wir uns gleich zu dieser dritten Bergetappe. Hello cycling fans everywhere. On the eve of the rest day, the riders will have to contend with another important stage. Despite the absence of any all-category climbs, the overall vertical gain hits 4,300 meters, which is quite an ordeal for the end of the second week. Jo, da ist der Kommentator auch schon fertig und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Bergetappe, der dritten jetzt in Folge, in dieser Folge. Wir sind hier wieder der Kapitän. Also wieso das jetzt auf einmal so gewechselt hat, weiß ich wirklich nicht so. Es kann sein, als nächstes kommt ja das Zeitfahren. Vielleicht hat der Manager das irgendwie auf der Platte, dass jetzt ein Zeitfahren dann kommt. So, Madoua sitzt schon mal ganz vorne. So, Gudu sitzt hier auch schon eigentlich ganz gut. Madoua, den lassen wir auch erstmal für sich alleine fahren. Pinot sitzt leider hier hinten, ist auch ein sehr guter Bergfahrer. Ich werde mir auf jeden Fall für Bernard erstmal wieder den Küng schnappen. Wie war das? Demar war besser, ne? Ja, Demar für Gudu. Und der Gaviria, der bewachte den Thibaut Pinot. Dann hätten wir eigentlich alles, ne? So, und können loslegen. Ja, die drei können mehr oder weniger auch hier bleiben und dann geht's auch schon ab. Im Moment haben wir hier jede Menge Motorräder und das fette Auto. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Bennett wieder mit in der Gruppe drin. Pauls ist wieder dabei und Bardet ist auch dabei. Boah, die drei erstmal unterwegs. Das sind doch schon mal drei richtig gute Bergfahrer.
Chapuisat ist noch unterwegs, der sitzt hinter denen, das müsste hier der NE2 sein. Der war eben gerade links von uns. Dort Turner. Das war auch ein Angriff, oder? Auf jeden Fall ist der Puls hinten schon richtig hoch bei manchen gewesen. Naja, das Feld jagt die aber mal richtig. So, jetzt haben sie aber Chapuisat und Turner wieder eingefangen, also noch nicht ganz, ein paar Meter fehlen noch. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Alter, Fanien-Druck, das ist ja unfassbar. Ich kann die 3 hier mal auf 92 machen, damit wir auch dranbleiben, weil ich habe hier eben gerade schon gesehen, hier hinter denen war schon eine Lücke. Madouan sitzt auch noch ganz gut, aber Gudu und Bernard hängen ein bisschen zurück. Die jagen selbst die 3 hier vorne und die werden gerade wieder eingefangen. Attack by Skelmoser. Oh, Skelmoser jetzt zu denen aufgeschlossen, aber wie man hier sieht, das Feld lässt sich locker. Ach ja, dann werden wir wieder auf Bernard machen. Oh, von den anderen ist aber hier noch keiner am Führen. The lead over the pack is dwindling. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Also ich wage irgendwie zu bezweifeln, dass sie die 4 hier weglassen. Allerdings sind die sehr stark. Die können natürlich auch, ne, selbst wenn die hinten nicht wollen, ne, können sie den Abstand hochhalten. The attack is launched. Na, jetzt greift hinten aus dem Feld nochmal der nächste an. The pack is back on level terms with the breakaway group. Und wie gesagt, da wurden sie wieder eingeholt. Kurz mal auf die Bernard-Cam machen. Ich müsste diesen Madouan mal ein bisschen zurückholen. Der sitzt hier mal wirklich. Oh. Attack by Chapuisat. Wirklich direkt hinter den Führenden. Bleib mal hier hinterm gelben Trikot. Aber auch mit denen, die jetzt weg sind, haben sie irgendwelche Probleme. Naja, sitzt auch immer ein Favorit drin. Das ist immer noch Bardet. Ah, das Kameramotorrad für ganz vorne wurde eingefangen. Kann ich euch actiontechnisch im Moment nur die hier bieten. Der kann schon nicht mehr. Ich gehe davon aus, die 12 sind weg. Jetzt übernimmt zwar nochmal Turner von National Bing hier. Boah, nicht, dass das wieder eine Hochgebirgsetappe wird, die von Anfang an im Vollgas gefahren wird. Ey. Das ist aber voll hart. Aber das sieht so aus. Pauls auf jeden Fall dabei, Chapuisat ist dabei. Haben sie jetzt rausgenommen? Ja, ich glaube, sie haben es rausgenommen. Naja, der Abstand steigt auch immens an. Ja, dann war's jetzt das mit der Angriffsphase. Warum habt ihr eben so ein Tempo gefahren, wenn ihr jetzt dann doch nicht einfach? So, dann würde ich mal sagen, hey, ich cut euch das wieder raus und hier bei der Hälfte des Anstiegs zum Col de la Croix frei, da nehme ich euch wieder mit rein. So Leute, ich nehme euch wieder mit. Wir befinden uns jetzt hier in diesem kleinen Flachstück zwischen den beiden Abschnitten des Anstiegs und der zweite Teil wird deutlich schwerer. So, Demar rausgefallen, der ist auch rausgefallen, dann könnt ihr für euch alleine fahren. Küng macht hier wieder eine unheimlich gute Arbeit. Die anderen will ich lieber noch nicht einteilen, falls ich die irgendwie noch brauche. Und eben, naja, es ist im Prinzip die ganze Zeit fast Volldruck gewesen auf dieser Etappe. Sieht man ja auch, dass es jetzt schon nur noch 34 Leute in der Gruppe und nur noch 33 Leute. So, ja, das hat Küng aber auch geschafft. Ich danke dir, mein Bester. Pinot oder Madouan? Madouan sieht besser aus. Dann nehme ich mir erstmal Pinot. Als wenn sie es hier gerade rausgenommen haben.
anderthalb Minuten noch nach vorne. 29 in unserer Gruppe. Da vorne ist die Gruppe auch zu sehen. Naja, die können ja alle vorne nicht mehr. Die Frage ist halt immer, ne, wenn das Tempo hier langsamer wird, warum Bernard nach hinten fällt. Er müsste sich dann ja noch leichter vorne halten können. Eudebrooks ist wieder unterwegs. Ich finde den Namen einfach so geil. Ja, Puls ist nur noch leicht gelb. Also so schnell kann das hier im Moment nicht sein. Dann nehmen wir die beiden hier auf jeden Fall schon mal in eine Gruppe. Gruppe 2 für euch. Paris goes on to the attack. So, dann geht ihr mal ein bisschen führen hier. So it's noses downhill, which will allow the riders to catch their breath. Wasser holen wir erst nach dem nächsten Anstieg. Die beiden sind auch weg. Zack, könnt ihr auch für euch alleine fahren. Gedürt hier wieder ein bisschen mehr Power wie wir. Aber naja, der hat halt auch immer plus 3 Formen. Wirklich immer. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt. Also wir müssen das im nächsten Jahr definitiv mit 3 Grand Tours, das müssen wir alles anders planen. Viel weniger Rennen fahren. Ich sehe es jetzt schon kommen. Also jetzt hier in der ersten Saison haben wir wahrscheinlich nicht die Chance, alle 3 Grand Tours in einer Saison zu gewinnen. Aber ich will das einmal schaffen. Also 2 Versuche stehen danach noch an. Ja, und sind auch schon nur noch 23 in der Gruppe hier. Bisschen Anstieg haben wir noch vor uns. 1,6 Kilometer jetzt noch. Und da muss mal einer von den beiden Wasser holen. Ja, da sind wir gleich oben. Dann geht Pinot mal los. Madua kann noch ein bisschen länger Power fahren. Und schon sind wir nur noch 21 in der Gruppe. Unser Wasserträger ist auf jeden Fall in der Gruppe geblieben. Ja, vor Madua hat sich zumindest mal ein anderer gesetzt. Kann er mal ein bisschen Energy saven. Er hier hinten, mal ist er in einer Gruppe drin, in einer größeren, jetzt fährt er wieder alleine. Da kommt Pinot mit dem Wasser. Ja, und er hier hinten, ne, lässt sich auch lange Zeit der Küken, aber jetzt hat er auch Wasser bekommen. So, E1 ist gerade nicht zu sehen. Dann gucken wir mal lieber hier. Boah, der Abstand ist noch ganz ordentlich. Sind auch Bardet und Johannessen vorne. So, wie es aussieht, haben unsere Hauptbalken schon so ein bisschen gelitten. Auch bei Gudu ist der gelbe Hauptbalken ein bisschen weg. Bei uns ist allerdings mehr Rot weg. Mal etwas über 2,5 Minuten nach vorne. Ja, meine beiden Helfer sind hier auf jeden Fall die Bolzer. Dann können wir mal ein bisschen seppen, denke ich. Jetzt kommt gleich noch mal eine ziemlich steile Abfahrt. Wir haben echt ganz schön gelitten an unseren Hauptbalken. Rot ist schon echt niedrig. So, und dann stürzen wir uns gleich in die Abfahrt rein. Jetzt sind wir schon drin. Anderthalb nach vorne.
Only 15 kilometers left. Zwischenzeitlich war mein Grüner sogar mal besser wie der von Godieu. Jetzt ist der von Godieu wieder besser. So, und jetzt machen wir hier einen Stopp. Madua ist besser drauf. Der hängt sich mal hinter Pinot. Puh, ey, Godieu hängt aber ganz schön weit zurück. Der hängt sich den Godieu mal hinter. Und wenn der mal vorbeigefahren ist, hängen wir da Bernard hinter. So, da kommt Godieu gerade. So, du da noch mit ran. Mal gucken, wie schnell wir hier fahren können. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Eine Minute nach vorne. Ey, ihr führt gut, ey, auf einer Bergetappe, das ist so ein Tier. Der Fut ist schon fast in der Lage, hier so eine Grand Tour zu gewinnen, so wie es aussieht. So, 75, soll erstmal reichen. Bardet goes onto the attack. Die da vorne, die beiden haben noch Masse Energie, die greifen sogar noch an. So, jetzt kommst du rein, das ist schon wieder Wut hier, ne? Wut, ey. Das ist ja auch, wie gesagt, das ist ein Mann. So, nochmal eine Bergwertung. Hätte ich zwar auch mit Bernard holen können, aber nee. Der hat jetzt schon ziemlich hohen Puls. Madua, in die kleine Abfahrt reingestürzt hier. Kommen wir an diese beiden da vorne überhaupt noch ran? Jetzt ist er mit großen Schritten auf einmal. Machen wir auch lieber auf 75 runter. Jetzt haben wir die beiden. Oh, 70 runter. Das ist Wut, wa? Alter. Alter, ab geht dieser Wut, ey. Das ist ja übelst brutal, oder? Let's 5. So, jetzt gehst du raus. Du gehst mal rein. Das ist so unglaublich, Alter. Wir sind hier auf einer Bergetappe, Alter. Und er hält hier vorne ganz easy peasy mit. Ist für ihn überhaupt kein Problem. Tja, dann wird das auch mit dem Angriff nichts. Jetzt noch 3 Kilometer. Alter, was ist mit dem los, mit dem Wut, ey? So, da kommt das gelbe Trikot. Jetzt greifen die an. Zieh mal noch ein bisschen, du kriegst mal den rein. Alter Scheiße. Ey, ein bisschen ist noch da, aber nicht mehr viel. Einfach mal mit Godieu anziehen, ja. Yeah. Den Doll zieht ab. Ich hol hier mit Godieu nicht den Sieg. Alter, boah, brutal. Ne, das ist so nicht zu schaffen. Wow, he handled his race well. Godieu hier nochmal den dritten eingefahren. Das gelbe Trikot, also Pogacar kommt jetzt erst. Hindley ist, glaube ich, nicht so gut platziert, aber Rodriguez ist, glaube ich, recht gut platziert. Also ich denke mal, das sieht man. Mit so einer schlechten Vorbereitung kann man nicht in die Tour de France reingehen. Ich meine, wir haben 82 am Berg und wir können hier bei fast keiner einzigen Bergetappe irgendwie mithalten. Ist einfach nicht zu schaffen. Ja, manche haben den Schlussanstieg jetzt gerade erst begonnen. Da sieht man auch noch unsere Sprinter rumkurven. Jetzt kommen dann erstmal Küng und Gregoire.
Da sind die beiden. Jetzt kommt der Ma und danach kommt dann Gaviria. Tja, und da auch Elendol sich wieder deutlich vor uns platziert hat, wird das auch mit dem Jungprofi-Trikot nix. Ich meine, Gudu hier noch sich ganz gut mit dem dritten Platz rüber gerettet. Ja, es ist noch ein bisschen zu viel für uns. Mit wie viel sind wir nochmal in die Tour reingegangen? Ich glaube nur mit 89 Fitness oder so. Deutlich zu wenig, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Tja, dann gehen wir zu den Ergebnissen. Da werden wir wieder richtig Rückstand bekommen haben. Ich denke mal mindestens eine Minute fast. Ja, 46 Sekunden. Ja, Gudu nur 15 Sekunden. Oh, der war noch ganz gut dabei. Der ist jetzt auf Platz 6. Wir sind auf Platz 8. Und Gudu hat jetzt fast eine Minute Vorsprung vor uns. Pogacar ist im Gelb-Trikot geblieben. Aber Ingegaard, Elendol und dann dieser Bilbao dazwischen. Einmal in der Ausreißergruppe. Ey, und schon ist er bei der Tour so gut dabei. So, der Sieger von der Etappe, das ist ja Rodriguez, der ist auf 5. Ja, ich meine, die hier vor uns sind, naja, Bilbao vielleicht nicht mehr. Also bis zu diesem Elendol, die könnten wir vielleicht durch Zeitfahren noch schlagen. Kommt jetzt ja dann gleich als erstes in der nächsten Folge. Hier sind wir 1,40 hinten und am Berg sind wir jetzt 6 Punkte hinter Bennett. Und Sprinter-Trikot sind wir auf 11. So, dann haben wir hier drei krasse Bergetappen hinter uns gebracht. Eine davon konnten wir zumindest gewinnen. In der Gesamtwertung sind wir jetzt leider noch schlechter platziert, zumindest vom Abstand her wie vorher. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und ciao.